Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy Part 14. Und in diesem Part, meine Freunde, könnten wir dem Finale sehr nahe sein. Es ist Kapitel 9, ich habe mal geschaut im Internet, wie viele Kapitel es gibt. Es gibt 9 Kapitel und wir sind im 9. Kapitel. Also, aber ich gehe stark davon aus, dass das Finale wirklich lange gehen wird, deswegen. Ja, in diesem Part würde ich niemanden grüßen, weil ich heute echt unter Zeitdruck bin, ja, es ist schon 13.39 Uhr, normalerweise nehme ich die Parts immer morgens auf, damit ich die noch bearbeiten kann und hochladen kann, ich hatte jetzt halt Schule bis 12.45 Uhr, deswegen, ja, muss ich mich ein bisschen sputen, wie man so schön auf Schwäbisch sagt, aber ja, okay, los geht's! Hallo! Hat jemand eine Straße gesehen? Ich mache meine eigenen Straßen. Okay, dann achte lieber weiter auf die Straße. Hey Sam, wolltest du fahren? Eigentlich so. Anschnallen, Großer. Okay, Konzentration. Es wird alles gut. Holy shit. Wow. Holy shit. Das ist nicht mein Auto. Wir dürfen den Zug nicht aus den Augen verlieren. Da! Ich sehe den Zug. Wir nähern uns. Nicht langsamer werden. Nee, nee, keine Sorge. Holy shit. Scheiße Motorräder. Oh, holy. Hören Sie von der Straße ab. Er ist erledigt. Ja, ja. Alter, fuck! Cool, Sohn! What the fuck, Alter, wie sind wir eigentlich? Ah. Ja. Holy shit! Ich bin fast am Arsch, Alter. Wie denn? Du kommst hier nicht weg. Ha, der war gut. Danke. Feuer frei. Komm mal. Du scheiß Barstarter, Alter. Hey. Kommt her. Jetzt hast du ein Problem. Ha, verzieh dich. Der Zug. Da ist der Zug. Sam, ha. Gib auf den Stoßzahn ab. Mach dir keine Sorgen. Näher ran. Da kann ich rausspringen. Was? Das packst du. Okay, 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 komm. Schnappt sie euch, Ladies! Oh, shit! Viel Glück, Mann. Ob er es schafft? Was interessiert dich? Ja, er hat den Zahn. Hier liegt ein Schatz, what? Hey, weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Bei der Lok. Gut, dann ist das unser Ziel. Okay, unser Ziel ist eine riesige Kiste, wir müssen uns konzentrieren. Aber hier liegt ein Schatz und den will ich halt nicht verpassen. Deswegen gucken wir mal kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass der oben liegt. Ja, ich glaube, der liegt oben, oder? Ja, ja, mei. Was haben wir? Oh, eine Pistole der Vereintes Indien. Pistole der Vereintes Indien Kompanie. So, voll der Dreckssatz oder der Drecksname irgendwie, aber die Pistole sieht cool aus. So aus Holz gemacht, nice. So ein Revolver halt. Eine Pistole, das sieht für mich aus wie ein Revolver. Naja, egal. Okay, Konzentration. Wir müssen aufpassen. Das erinnert mich gerade so hart an Uncharted. Holy shit, Alter. Elefantos! Ja, was geht ab? Yo, peace. Peace, Elefantengang. Komm schon, Alter. Ich bin wie so ein Gummibär. Gummibären. Scheiße. Nichts zum Klettern. Schon wieder ein Schatz. Okay, Moment. Doch hier an der Seite, oder? Ja. Hier aber drüben. Sei vorsichtig. Yep. Ich muss bestimmt nach oben. Nehmen wir die andere Seite. Wo soll hier ein Schatz liegen, wenn ich fragen darf? ich muss nach oben. Kann man da nicht einfach irgendwie nach oben? Der Schatz liegt hundertprozentig bei oben vor allem. Wow, ich kann nicht mehr reden. Langsam. Ich hatte Mathe in der Schule. Mathe, okay. Und wisst ihr, was es bedeutet? Mathe macht mich immer psychisch fertig, ja. There we go. Okay. So, oh, holy shit. Ich glaube, die ist gerade runter. Ich hoffe, die stirbt jetzt nicht. Stiftschatulle des Vizekönigs. Oha, des Vizekönigs gleich. Das ist aber eine große Stiftschatulle. Da passt mein ganzes Mäppchen rein einfach. Nice. Oh. LOL, what the fuck? Chloe! Wo, ich wohl, warte, als ob, ne. Also jetzt bin ich beleidigt, ne? Was soll das? Naughty Dog? Als ob. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder von vorne anfangen. Nee, doch, nicht gut. Immerhin das. Wow, langsam.
Ja, ist okay, bewegen Sie sich. Oh, Chloe. Ich wollte eigentlich gerade ein cooles Lied singen, aber mir fällt nichts ein. You're so beautiful. You're so beautiful. Okay. Holy shit. It's true. I saw your face. Okay, gut. Es geht voran. Ja. Ich seh's. Ich glaube, ich bin jetzt insgesamt in dem Spiel 5-mal oder so gestorben und das alles nur wegen irgendwelchen dummen Zufällen. Aber das ist mein Leben, Alter. Okay, wir müssen aus dem Fenster raus, so wie es aussieht. Hier raus! Wir müssen aufpassen oben. Oh, jetzt habe ich... Oh, shit, wir haben Besuch. Oh, was sagst du, nee. Leute? Wir haben immer noch das Überraschungsmoment. Das was? Oh, fuck me. Fuck me! Aber wir können auch oben. Die dürfen mich bloß... Ich weiß nicht, haben die mich gesehen? Wissen die, dass ich auf... Holy shit, ne, die wissen es nicht. Aber ich habe halt keine schallgedämmte Pistole. Das ist ein bisschen problematisch. Und der Hurensohn sieht mich halt. Ha, sein Noob. Hurensohn. Okay. Ich könnte an den Haken hin und mich da irgendwie rüberschwingen. Sollen wir es versuchen? Okay, ganz ruhig. Scheiße. Ja, super, das war ja... Nee. Sie sind unmöglich zur Bombe gelangt. Wenn Sie es schaffen, den Park... Hör, geh nach unten. Wir können nicht zulassen, dass alles in Rauch aufgeht. Ist das nicht die Idee? Du weißt, was ich meine, Klugscheißer. Okay, ich muss aufpassen. Der darf mich nicht sehen jetzt. Den kann ich runterziehen, oder? Haha! Adios, amigos. Hier hat einen erwischt. Hä, wie hat er das gesehen? What the fuck? Schwert aus und du! Ich seh's. Schlag ihn doch tot! Oh Gott, du Bitch! Hey! Ah, oh nein! Es geht los! Geh aus! Wir werden alle sterben! Oh mein Gott, war das behindert. Ach du Scheiße, Alter. Das war jetzt wieder wunderbar, ja. Das war jetzt wieder wunderbar. Hä, lol. Okay. Achtung! Komm mehr Motorräder! Beruhig dich! So, so geht es, ihr Wichser! Ja! Du Bitch! Oh, Scheiße! Wieso kommen die jetzt von hinten, Alter? Was soll das? Okay, Konzentration, ganz ruhig. Wir haben alles im Griff. Ja! Halt mal. Oh, holy shit, ich dachte, der war da. Okay, okay. Ah! Ah! Hilfe! Ha, komm her! Ich mein's ernst? Da ist ein Schild. Komm schon! Ich will doch einfach nur das scheiß Fass treffen, Alter! Meine Güte! Guck da, da! Ist noch nicht auf dem Steiner! Und weiter! Wir müssen zur Lok! What the fuck? Cool, cool. Ah! Erledigt die! Bastard, Alter. Granate, nimm die Granate, Mann. Da kommt Geländewagen. Okay. Gibt's gute Nachrichten? Nein. Schade. Schau mal, stirb doch. Los, weiter vor.
Auto! Uns rennt die Zeit weg! Wir müssen schneller vorankommen! Ja, Ihnen! Komm schon! Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, leck mich am Arsch! Ja, ohne Witz, Alter. Alter, Sniper. Komm schon! Wie lange ist die Scheiße? Es muss einen Weg geben! Schaltet sie aus! Scheiße! Okay, fuck. Okay, Konzentration. Oh, fuck. Okay, ich bin gleich tot. Ja! Ja! Ich bin krank, Alter! Super! Super! Und jetzt wieder von vorne, oder was? Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Es muss einen Weg geben! Verpiss dich! Oh! Das Bastard, Alter. Okay, schnell. Wie kann ich schießen? Wie kann ich die ficken? Schieß sie tot, schnell! Holy shit. Das war aufregend. Das war's. Nicht ohne. Du wirst uns nicht aufhalten. Hornsohn. Hackt's euch eigentlich? Oh mein Gott, das ist scheiße. Oh mein Gott. Okay, jetzt reicht's. So. Und ihr Barstadtkinder, wo sind die jetzt, Alter? Ja, was? Wie lang ist der Zug? Wie lang ist der fucking Zug, Alter? What the fuck? Wieder blockiert! Wir müssen dran vorbei! Und wie? Okay. There we go, motherfucker! So gehen schnell! Oh nein! Oh mein Gott! Was du nicht sagst! Okay, vorschlägst du mir ja, super! Aus der Nähe können wir uns dranhängen! Machst du Witze? Kennst mich doch! Dann mal los. Nadine! Ah. What the f... Oh mein Gott! Okay. Ja, komm schon! Meine Güte! Du und so! Auf ihn! Der Fahrt sollte von der anderen Seite! Wow! Okay. Achtung, Scharfschütze! Gut gemacht, Dicke! Alter! Also das finde ich jetzt nice. Ich muss aber rüber, oder? What the fuck? So, wessen blöde Idee war das? Deine! Stimmt! Alter, holy shit, ey. Überall Explosionen. Den Stoßzahn gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen. Das hat das Saft monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Moment. I heard something. Ich hab einen Schatz gehört. Komm schon. Nein! Kann man nicht irgendwie hoch? Geht es nicht? Kann man nicht nach oben? Der Schatz liegt wahrscheinlich auf der anderen Seite, warte. Ja, ist okay. Hier irgendwo. Oder?
Kann ich mich da hinhängen? Ich weiß nicht. Wie komme ich nach oben? Ja, das ist die Frage, wie ich da hinkomme. Ah, what the fuck? Ach so, auf der anderen... Okay, super. So. Wieso liegt da ein Schatz? Es ist so unlogisch, wisst ihr? Dass da ein Schatz liegt, einfach. Münzen der Vereintes Indien Kompanie. Die sehen eigentlich sehr cool aus. 1746. Okay, kann ich da jetzt irgendwie auch wieder weg? Super. Dieser Stein wird steinig und... dieser Stein, Alter. Dieser Stein wird steinig und schwer. Alles klar, Daniel. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt haben wir es wieder erreicht. Der Sinn des Lebens. Dieser Stein wird steinig und schwer, Alter. Okay. Ich frag mich, wie lang dieser Scheißzug ist, Alter. Ohne Dreck. Ich glaube, wir sind fast da. Ich glaube, jetzt kommt der Bosskampf. Da kommt irgendwas, Alter. Rührt sich nicht. Ich helf dir. Ja. Das ist echt schwer. Los, ich halte sie. Okay, jetzt du. Danke. Oh. In echt ist die ja viel größer. Ist ja auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Wow. Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Oh mein Gott, wir müssen die Lok... Kommst du? Holy shit, das ist eine Bombe, Alter. Wir müssen die Lok zerficken. Okay, machen wir. Nochmal! Ja, komm schon, noch einmal. Oder... Okay, geh durch. Zehnmal, ich weiß nicht. Oh. Das ist definitiv die Lok. Ja. Hier können wir vorbei. Na los! Und wer ist wohl in der Lok? So ein indischer Hurensohn namens Asaf. Nein. Nein, nein, nein! Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Fuck. Hey, die Dachluke. Oh ja, okay. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Wir schaffen das. Oh mein Gott, ich habe so ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Irgendwas wird passieren, irgendwas wird sterben. Irgendjemand wird sterben. Komm schon! Schaffst du's? Auch zugeschweißt. Ich muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz Ohr. Ein Stellwerk! Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, gut. Oh, okay. Okay. Hier zurück. Nein, halt, springt da drauf. Oh, Alter. Hallöchen. Oh, scheiße, mit denen. Hilfe. Es wird Flucht nochmal. Oh, mein fucking Gott. Nadine, Alter. Oh, jetzt reicht's. Ihr Jungs könnt einen einfach nie in Ruhe lassen. Mir reicht's, Alter. Wieso Parasiten? Ich hab nicht viel Zeit. Komm her! Oh mein Gott! Okay, scheiße, ich muss mich beeilen. Der ist mir reingefahren. Ich bin unschuldig. Rechts vor links. Sam! Hey Sam! Wohin geht's? Was? Wo ist Sam? Oh! Scheiße! Hey! Was geht? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln! Kapiert! Nein! Oh mein Gott! Oh Gott, das war so knapp! Ja, schnell! Sam! Sam! Wo ist Nadine? Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell. Keine Zeit dafür. Hey, ihr Volltrottel. Könnt ihr uns mal eine Minute geben? Das war's. Wir können. Okay, zurück zur Weiche. Lol, schnell. Drücken. Los, los, los. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Alter. Komm schon! Leute, es ist zu knapp! Das war's! Scheiße, Magie! Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte die Schätze. Super. Verdammt. Los, ich kann sie schaffen. Okay. Vorbei. Okay, Sam. Auf geht's. Oh Mann, Sam. Oh mein Gott, Alter. Boah, das sieht so krass geil aus gerade. Jetzt ist mal ein bisschen Stille endlich. Oh, oh. Ey, das Fahren ist echt... Das Fahren ist... Das ist es ist nicht einfach, okay? Da ist der Zug. Aber wie zur Hölle komme ich rauf? Ich sehe keine Brücken. Oder Kreuzungen. Ah, oh, scheiße. Genau, ja. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Shit. Shit. Schnell, schnell. Chloe, Chloe, wir haben jetzt echt keine Zeit für den Scheiß. Oh nein. Aus deinem Zug kriegen, Süße. Ha. Oh, ist okay. Tja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Ich aber ein Hurensohn. Ihr beide seid schon besonderer Abschaum. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Oh, fuck. Los! Mir. Zeigt mir, was ihr könnt. Komm, Alter! Kämpft gegen mich! Au! Schnapp ihn dir! Hurensohn! Ja! Brauchst du auch die Hungersaft? Gaylord, Alter! Ihr riskiert euer Leben? Und ja. Wofür? Eine Stadt voller Bauern! Mann, du bist unerträglich! Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern! Mein Volk wird sich wieder erheben! Ah, so, hack's hier. Wow! Hol ihn dir! Ich dachte, hier ist was drauf, Assaf. Oh Mann, Alter! Jetzt kriegst du ein Fett weg. Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kauf mir eine neue. Ich brenn deine Stadt nieder, Dieben. Leute werden mich ablehnen, sie zurück. Oh, meine Eier! Komm schon! Oh. Bringen wir es zu Ende. Okay. Und jetzt schiefer! Ja was? Ich hab Ausgewicht, Alter. Es komm! Schwer! Ja, du Bitch, Alter, mein Gott, ey, das ist ja unfassbar. Hilfe! Ja! Ja, Mann! Psst! Nicht kämpfen! Hilfe! Hilfe! Man besiegt. Ich will sterben! Ich will sterben! Es tut mir leid! Es tut mir leid! Das ist dein Ende! Oh, shit! Du! Jetzt komme! What? Alles klar. Jetzt meldet sich dein. Das war knapp. Oh mein Gott, das war so knapp. Nein. Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Mein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe brauchen dann einen Hirten. Ja! Alter. Lieb
lieber sterbe ich tausendmal, bevor ihr gewinnt. Okay. Ah, shit. Ein netter Hinweis, die Brücke. Platte halten und kämpfen. Bring dies zu Ende. Los. Komm her. Du bist stark. Ja. Du hast alles verdorben. Einfach alles. Stirb. Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen. Warum bist du nicht gestorben? Zoe. Ja, du Hurensohn. Fick dich. Stirb. Oh, Alter. Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Wie der junge König habt auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest, Fortschritt verlangt Opfer, nicht wahr? Fraser, wir müssen hier weg. Oh, du mieses Stück Scheiße. Lauf! Holy shit. Jetzt geht's rund, Alter. Oh mein Gott. Nadine. Oh mein Gott. Scheiße. Okay, für Nadia. Verdammt! Oh, Sam! Wickel da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles Muskeln, das behaupten alle! Alter Schwede! Komm, gleich hast du's! Oh Gott, danke! Wow! Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Magie! Ja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und Asaf? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Ha. Erstmal eine Zigarre. Fat Lady, Alter. Seht euch das mal an. Wow. 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 Yep. Wir haben es geschafft. Wie war? Ja. Und? Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du die Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Ha. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Nee. Ihr könnt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also. Nicht du. Okay. sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Alle haben überlebt. Alle. Wo ist der Schluss dann? Habt ihr. Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht. Au! Hey! Oh Mann, das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja, bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ellbogen. Hm. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst. Yeah. Guns close doors to the system. Yeah, when we say we're not with them, we're so
Breakdown. Alter, was für ein geiles Lied im Hintergrund, jetzt mal ohne Scheiß. Ich muss leider das Lied jetzt ein bisschen leiser machen, weil ich jetzt ein bisschen was reden will. Aber das ist doch mal ein geiler Abspann, so Comic-Style und dann diese kitschige Musik einfach. Richtig geil, Alter, ohne Scheiß. Also das Ende war jetzt auch richtig lustig noch ein bisschen gemacht und so nicht so traurig, emotional, auch nicht episch, sondern einfach mal ein bisschen lustig, bisschen locker und fröhlich. Richtig cool. Der Wahnsinn. Hier sieht man nochmal, wie Chloe und Nadine gerade Asaf verschlagen haben. Einfach so geil. Und dann, yeah, High Five, Alter. Und dann sitzen sie da. Richtig cool. Oh. Als ob. Hm. Ich hab's. Privat, Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirb den Moment nicht. Also so geil. Wow, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn, wie geil das gemacht ist. Also richtig cool. Richtig cooler Abspann. Wenn nicht sogar einer der besten Abspanne, keine Ahnung, der gesamten Uncharted 3. Richtig cool gemacht und lustig. Sowas finde ich episch. Wir sind nach so einem richtig geilen, epischen Spiel eine richtig coole Abspannmusik, wo man einfach richtig stolz drauf sein kann. Natürlich ist auch eine epische oder eine traurige Musik cool beim Abspann. Es kommt immer auf die Situation an. Aber in dem, es ist ein Happy End. Ja, jeder hat überlebt. Wir haben den Stoßzahn. Wir haben Asaf getötet. Asaf konnte die Bombe nicht in die Stadt fahren. Wir haben alle gefickt, Alter. Und ja, deswegen passt die Musik halt auch perfekt, ja. Ich kann euch nicht sagen, wie lange der Abspann geht, aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch eine Weile reden. Vielen Dank für alle, die zugeschaut haben, ja. Das Lustige ist ja, dass ich das DLC sehr billig bekommen habe, da ich mir damals Triple Pack gekauft habe. Da waren auch Multiplayer-Sachen mit dabei. So kostet das Spiel, glaube ich, 45 Euro und ich habe es vielleicht für 15 Euro oder so bekommen, ja. Also das ist echt krass, deswegen finde ich das auf jeden Fall nice. Und man hat echt viel bekommen. Alleine diese Maps, immer diese großen Maps, wo man rumfahren konnte, das war sehr cool. Man konnte praktisch auf der riesigen Map Schätze sammeln, Leute töten, kleine Nebenmissionen im Prinzip machen. Fand ich eine sehr gute Idee. Und ich weiß nicht, was jetzt gerade von der Musik im Hintergrund kommt, aber es ist anscheinend sehr ruhige Musik, so wie sie es anhört. Ja, in dem Sinne, ich habe es geschafft in 14 Parts. Es war jetzt der 14. Part. Und ja, es war ein DLC, also 14 Parts, völlig ausreichend. Ich meine, meine Parts gingen immer so 40 Minuten, so knapp 40 Minuten, manchmal sogar ein bisschen mehr als 40 Minuten. Ich fand, wie immer, Uncharted, das ist Naughty Dog, die Grafik war gigantisch, ja. Ich muss halt ehrlich sagen, dass ich das DLC jetzt mit Uncharted 4 fast gleichsetzen würde, wenn nicht sogar ein bisschen über Uncharted 4 setzen würde. Weil ich war ein bisschen minimal enttäuscht von Uncharted 4, muss ich sagen. Außer das Ende war sehr geil und so. Weil ich fand, bei Uncharted 4 war alles ein bisschen, die Umgebung, die Kulisse war alles ein bisschen grau gehalten, ein bisschen langweilig gehalten, wisst ihr. Sie haben Gegenden ausgesucht, zum Beispiel gerade Schottland. Es war alles so ein bisschen kalt und nicht so schön. Wisst ihr, was ich meine? Und das fand ich halt in Uncharted 2 geil. Da war man mal im Gebirge, beim Schnee. Und dann war man mal wieder im Dschungel und in der Stadt, in Nepal und so. Und hier jetzt halt in Indien die ganze Zeit. Aber das war auch auf jeden Fall schöner. Man hat mehr gesehen, es war bunter. Die ganze Tiere und die ganze Tierwelt mit den Elefanten und so. Riesige Tempel, verwachsen, verwildert. Und einfach der Wahnsinn, ja. Also... da haben sie gute Arbeit geleistet, finde ich. Die Story war auch sehr cool. Man hat einiges so ein bisschen erfahren über Nadine und das Verhältnis nochmal zu Nathan und so. Und dass Sam jetzt auch noch aufgetaucht ist und mit Chloe gemeinsames Spiel gemacht hat. Also gemeinsam zusammengearbeitet hat, haben oder wie auch immer. Das fand ich sehr nice. Also ja, und die Schätze waren teilweise, das fand ich der einzige Nachteil, die Schätze waren teilweise dumm versteckt, also sinnlos irgendwie. In den letzten Spielen waren die echt cooler versteckt. Zum Beispiel manchmal konnte man in Uncharted 2 konnte man die Schätze manchmal auch wo runterschießen. Man musste die erst anschießen, damit die wo runterfallen, damit man sie aufsammeln konnte. Hier jetzt zum Beispiel konnte man sie nirgends runterschießen. Das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen. Weil das war immer ein bisschen cool, die Schätze mal irgendwie oben zu finden oder so. Sie sind meistens immer auf dem Boden gelegen hier halt. Und ja, wie gesagt, die Schlussszene hat mich halt ein bisschen an Uncharted 2 erinnert. Fand ich eigentlich echt nice. Wie lang geht denn der Part? Der Part geht eigentlich noch gar nicht so lang. Das finde ich jetzt cool. Den kann ich jetzt hoffentlich noch bearbeiten. Ich habe jetzt echt nicht mehr viel Zeit. Ich denke mal, der kommt so gegen 19 Uhr online. Ich weiß nur, 20 Uhr. Auf jeden Fall spät.
Aber ich habe jetzt sowieso erstmal Wochenende. Ich schreibe zwar nächste Woche zwei Arbeiten, einmal ÜFA, das heißt Übungsfirma, da bin ich im Büro und so. Das ist praktisch Büroalltag, da müssen wir so mit so Lieferungen, Debitoren und sowas umgehen können. Ich will jetzt auch gar nicht über Schule reden. Das ist alles ein bisschen blöd mit so Buchungssätzen und so eine Scheiße. Und dann schreibe ich noch Betriebswirtschaftslehre. Da muss ich viel mit Formeln und so machen. Deswegen einfach nur auswendig lernen im Prinzip ist das. Okay, man muss es auch verstehen, aber ja, ich war noch nicht so schlecht in Betriebswirtschaftslehre. Deswegen passt es eigentlich. Und ja, dann habe ich noch eine Woche. Also ich habe jetzt noch zwei Wochen Schule, dann habe ich Ferien. Herbstferien, ja. Super special thanks all Naughty Dogs, friends and family. Geil, die ganzen Freunde und der Familie wird auch gedankt von allen Mitarbeitern. Finde ich sehr schön und ja, wie gesagt, mein nächstes Projekt wird jetzt höchstwahrscheinlich Outlast 2 sein, da gehe ich jetzt stark davon aus. Nebenher versuche ich ein paar englische Videos zu machen und ja, vielen Dank, wie gesagt, an alle, die es bis hierher durchgehalten haben, ja. Ich weiß, manchmal ist mit mir wirklich sehr schwierig. Ich bin halt so ein Typ, der gibt sich noch ein bisschen Mühe beim Bearbeiten von den Parts, damit ihr mich erstens mal auch gut versteht. Es ist ja nicht so, dass ich, wie gesagt, meine Tonspur einfach hinkack, ja, in das Bearbeitungsprogramm. Nein, ich bearbeite das wirklich. Ich schaue die Videos, ich schaue diese ganzen 40 Minuten, schaue ich komplett von vorne bis hinten mindestens zweimal nochmal durch. Zweimal, das heißt über eine Stunde, also eineinhalb Stunden ungefähr. Und dann, gucke ich halt, zwischendrin muss ich immer pausieren, wenn ich mal was verändere, wenn ich mal einen Effekt reinmache, einen kleinen, wobei ich halt, wie gesagt, nicht mehr so viele Effekte wie früher reinmache, deswegen schreiben mir auch kleine Kackkinder in die Kommentare manchmal, du bist nämlich so cool wie früher, an die kann ich einfach nur sagen, fickt euch, ja, ich habe schon so oft gesagt, wenn ihr meine Videos guckt, anscheinend seid ihr so Hyperfans, ja, dann würdet ihr auch wissen, dass ich schulisch gerade aktiv bin und dass ich gerade wichtige Schulprojekte im Laufen habe und dass ich auch bald Prüfungen habe. Weil ich das mehrmals gesagt habe, in so ziemlich fast jedem Video spreche ich das immer an, dass ich Stress habe mit Schule und so. Deswegen kann ich halt immer so viele Effekte in meine Videos einbauen, wisst ihr? Früher war alles anders, früher hatte ich so viel Zeit, ja. Früher, guckt euch mein Resident Evil 1 Let's Play an, guckt euch mein, was gibt's jetzt noch für ein gutes Beispiel? Meine GTA 5 Let's Plays mit Dadaba oder die ganzen Projekte. Wisst ihr, das sind so Projekte, da habe ich mir den Arsch aufgerissen. Oder mein Alien Isolation Let's Play. Alien Isolation ist ein ultra gutes Beispiel, ja. Da habe ich in jedem, am Anfang noch nicht so, die ersten 6 Parts kam noch nicht wirklich was. Aber dann im Laufe der Zeit habe ich da so viele Effekte eingebaut, das ist unfassbar, ja. Ich habe teilweise für einen Part habe ich 2 Tage gebraucht oder was weiß ich wie lange, ja. Und da bin ich durchgehend falsch davor gesessen. Also ich bin nicht so ein YouTuber, der einfach nur die Audiospuren übereinander legt oder es aufnimmt und dann direkt hochlädt. Nein, ich brauche dafür wirklich einen scheiß ganzen Tag, ja, für ein Video. Deswegen, ja, es ist halt schade, dass ich dafür wenig Aufmerksamkeit bekomme, aber es liegt halt daran, dass ich dann im Prinzip die Parts, ja, wie soll ich sagen, halt nicht so pünktlich hochladen kann. Das heißt, ich habe keinen Upload-Plan. Das heißt, manchmal kommen die Parts halt 3 Tage später, jetzt die letzten Tage auch, die letzten Parts auch ein paar Wochen später, also im Abstand von einer Woche oder so, weil ich halt, wie gesagt, sehr wenig Zeit hatte. Und hier sieht man jetzt nochmal, was sieht man hier? Sony Interactive Entertainment Worldwide, ja, das sind die ganzen Studios in Amerika oder was? Ja, und weltweit. Nice! Ich denke mal, der Abspann wird jetzt auch gleich rum sein. Zum Spiel, wie hat's euch gefallen? Sagt mir mal, wie euch das Spiel gefallen hat. Vielleicht hole ich mir sogar Platin. Ich glaube, die Platin ist ja auch gar nicht so schwierig. Wie jetzt von Uncharted 4. Ich glaube, von Uncharted 4 ist natürlich deutlich schwieriger, aber ist ja auch logisch. Es ist ja auch ein volles Spiel. Oh, ich muss aufstoßen. Ich habe vor dem Aufnehmen habe ich Spaghetti gegessen. Deswegen, ich schlinge die immer so schnell runter. Ich bin von der Schule heimgekommen, habe direkt die Spaghetti runtergeschlungen. Ja, habe 10-mal aufgestoßen und habe direkt dann das Video hier jetzt aufgenommen. Und ja, ich weiß nicht, wie lange der jetzt noch geht. Jetzt sind wir halt schon dabei 40 Minuten. Es wird so knapp von der Zeit. Habe ich heute halt keine Freizeit mehr im Prinzip, aber ist egal. Ich mach's für euch, für die wenigen Leute, die wirklich zuschauen. Die jetzt bis hierher geschaut haben. Ja, das bedeutet mir unendlich viel, das will ich euch auch wissen lassen. Ich weiß nicht, war gerade jemand an meiner Tür, es hat sich so angehört, keine Ahnung. Auf jeden Fall, also ich fand's cool. Ich kann's empfehlen. Natürlich habt ihr es gesehen, die Leute, die es jetzt gesehen haben oder die Leute, die jetzt nur den Party gesehen haben, die haben sich es eigentlich sowieso schon versaut im Prinzip, weil sie haben sich ja extrem gespoilert. Aber ihr könnt es euch gerne trotzdem nochmal kaufen, es macht extrem Spaß selber zu spielen. Wisst ihr, zuschauen ist immer was anderes, als wenn man jetzt selber spielt. Wenn man selber spielt, dann kann man eigene Entscheidungen treffen, kann man machen, was man will. Hier schaut ihr mir nur zu und manchmal wünscht ihr euch vielleicht, dass ich was anderes getan hätte, ja.
Deswegen ist es immer ganz gut, wenn ihr trotzdem das Spiel vielleicht nochmal kauft. Irgendwann, wenn es auch billiger wird oder so, ich weiß nicht. Jetzt momentan ist übrigens The Order 1886 im Angebot für 10 Euro. Ich weiß nicht, ob es jetzt momentan noch im Angebot ist. Vor 2 Tagen war es noch im Angebot, habe ich es mir gekauft. Und ich finde das Spiel sehr geil. Ist mit so Werwölfen und so, spielt halt 1886 und auf jeden Fall auch empfehlenswert, ja, bisher. Ich habe zwar nur den Anfang bisher gespielt, aber mal gucken, wie es noch wird. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, Naughty Dog, der Abspann, der geht schon wieder richtig lang. Es war ja damals auch nicht als wirklich längeres Spiel gedacht, es war ja nur eigentlich als ganz kurzes DLC gedacht, ja. Aber es wurde ja jetzt wirklich als separates Spiel auch veröffentlicht und so. Und ja, deswegen habe ich es damals halt auch noch billiger bekommen. Damals war es halt noch nicht so geplant, dass jetzt wirklich so ein Hardcore-Spiel rauskommt. Peter Abraham steht rechts in der Mitte. Und yes. Yes. Meine Stimme ist auch im Arsch. Ich bin immer noch krank, ja. Ich habe so scheiße Husten die ganze Zeit. Heute Morgen habe ich so einen richtigen Hustenanfall gehabt. Ich konnte nicht mehr aufhören zu husten. Jetzt habe ich gerade so ein Kratzen im Hals. Ich hasse es. Richtig scheiße. Jared Mustard, links unten. Sehr interessant. Ja, der Typ heißt einfach Barclay Christmas. Der hieß gerade Christmas, ja. Weihnachten, holy shit. Ich weiß echt nicht, wie lange das jetzt geht, aber es sind gerade die Übersetzungen und ich denke mal, die Übersetzungen werden uns nicht so extrem lange gehen. Ganz am Anfang übrigens, da war ja Chloe, als sie in dieser indischen Stadt war, bei diesem Bürgerkrieg, da hatte sie ja bloß schwarze Haare. Also ganz normal, nichts, kein Tuch über dem Kopf, aber in der Beta, als sie das Spiel vorgestellt haben, hatte sie ja so eine, wie sagt man, eine Burka oder wie sagt man das, so ein Kopftuch. Und das haben sie weggemacht und niemand weiß wieso genau. Ich fand's aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, also dass sie praktisch dieses Kopftuch nicht mehr hatte, damit man einfach die Haare gesehen hat. Wieso nicht, ja. Okay. Ich fand das Intro immer noch, der Abspann, da war so geil, diese Musik so episch. Ich freue mich schon, das nochmal anzugucken. Ja, und im Prinzip wüsste ich jetzt gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich bin gerade voll am Überlegen, was könnte ich noch sagen, was war noch relevant. Die Waffen waren auch sehr cool diesmal wieder. Vor allem die Waffengeräusche, die sind immer sehr episch in Uncharted, ja. Selbst die Waffengeräusche von Uncharted schlagen die von Call of Duty. In Call of Duty hört sich jede Waffe wie eine Plastikpistole an. Finde ich zumindest. Wenn ihr mal zum Vergleich die Schusswaffen von Battlefield anhört. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und Creative Design. Ja, wisst ihr, ich stelle mir mal vor, wenn man an dem Spiel mitgearbeitet hat, zum Beispiel man hat Chloe designed oder so, mal ein Outfit von Chloe designed oder so. Und im Prinzip spielt man das Spiel und weiß, okay, es spielen so viele Menschen und man hat selber dazu beigetragen. Das muss so ein cooles, tolles Gefühl sein. Unbeschreiblich sowas, ja. Also echt richtig nice. Da kam gerade ein bisschen rüdigerisch aus mir raus. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber ich kann immer noch rüdigerisch reden, ja. Aber wenn ihr es mir glaubt. Aber ich kann richtig hardcore rüdigerisch reden. Ja. Gut, also ich wäre jetzt mal dafür, dass der Abspann vorbei ist. Jetzt, we would like to thank each individual at C4 for their contribution and support. Okay. Das ist einfach so ein Special Thanks nochmal. Und da, das sind die ganzen Rechte, so wie es aussieht. Auf allen Sprachen, in allen Sprachen. Oder die Entwicklung oder was auch immer. Trademark, ne, das sind die Rechte, soweit ich weiß, oder? Man sieht es ja auf jedem Spiel. Borders. Performed by... Was heißt nochmal Borders? Ich weiß gar nicht genau. Aber ist auch interessant, das jetzt mal zu sehen hier. Und jetzt dürfte es normalerweise rum sein. Das dürfte das Letzte sein, oder? Sowas sieht man immer auf den Spielehüllen hinten, wenn man die Spielehüllen umdreht. Soweit ich weiß. Das war's. Jetzt sind wir wieder im Menü, oder? Vermächtnis gefunden. Da bekomme ich noch die Trophäe, die wohlverdiente Trophäe, damit ich das Spiel auf Mittel, glaube ich, durchgespielt habe. Also dafür, dass ich das auf Mittel durchgespielt habe. Da. Ah, und jetzt sieht man die ganzen Schätze auf dem. Lol, jetzt ist da sogar eine Pizza rechts. Das finde ich jetzt auch cool. Ja, das mit der Pizza-Party fand ich gerade übrigens auch noch voll episch mit dem Kind. Er hat ja gesagt, so wenn Chloe zurückkommt, machen sie eine Pizza-Party. Also echt, echt so cool. So cool. Geil, Alter. Richtig episches Spiel. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Ich bin raus. Euer XY Clan Killer 2. Der geilste Name im ganzen Universum. Ciao.